Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Moment, ich muss kurz noch was testen. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, habe ich, okay. Ich habe mal geguckt und meine Taste auf Ausweichen bei Darksiders, das war Shift, würde ich Tab. Dann dachte mir aber, das ist jetzt blöd, weil das doppelt belegt ist durch die. Durch die Sprintfunktion. Deswegen habe ich es mal auf Alt gelegt, wahrscheinlich ist es besser. Oh, es war also was drin. Neue Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit, Teil 2. Wo muss ich. Warte mal, jetzt habe ich nicht ganz aufgehört. Wo muss ich denn eigentlich hin? Hier? Nee. Hier muss ich hier nicht hin. Aber interessanterweise ist hier ein Ding zum Abspringen für. Ach, für da unten. Okay. Aber. Hier komme ich doch bestimmt hin. Kann ich was drücken? Nö. Abkürzung freigeschaltet. Ich habe ein bisschen was in den Settings geändert. Also nicht in meinen Settings, sondern an dem des Spiels. Hallo? Das schaut so creepy aus. Ich hoffe, dass jetzt nichts kaputt gegangen ist dadurch. Oh, oh mein Gott. Okay, ich muss mir die Macht benutzen. Oh, shit. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich konnte irgendwo scannen. Da hältst du. Splocks. Greifen in großen Gruppen an und können ihre Gestalt verändern. Weichtieben aus, ist aber leicht auszuschalten. Splocks sind bewegliche große Insekten, die normalerweise in Gruppen auftreten und ihre Beute mit koordinierten Angriffen überwältigen. Sie sind Allesfresser, bewegen sich mit dünnen Hautflügeln fort. Sie sind in der Lage, ihre Gestalt zu verändern, um Gegner ins Wanken zu bringen und ihren Artgenossen Zeit für einen Angriff zu verschaffen. Okay. Ja, das mit der Gruppe, das haben wir gerade mitgekriegt. Alter Schwede, hallo. Du bist nett, ne? Du hast nett zu sein. Hab ich jetzt beschlossen. Da unten sind noch mehr von den Viechern, die haben mich entdeckt, glaube ich. Ja. Ich muss die Macht mehr nutzen, glaube ich. Sauschaut. Dann komme ich hier besser klar. Gerade das mit dem. Excuse me. Also im Einfrieren ist natürlich sehr praktisch. So. Ah, klar, hier ist ein Drankenrang, kann ich hochklettern. Ah, ich. Okay, ich brauche noch. Hab noch. Bin noch. Ein paar kleine Koordinationsschwierigkeiten. Okay, ganz ruhig. Wie kriegt das hin? Das spielt bei einem Tag nicht und hat alles vergessen. Okay, ich glaube, das wird nochmal passieren. Warte. Okay, ich kann halt wirklich erst. Warum muss ich mich noch. Das gewöhnen, aber das kenne ich ja eigentlich schon. Ah, ich darf nicht so Berserker-mäßig auf die Viecher einkloppen. Sieht man ja, was dabei passiert. Huch, das Lichtschild war gerade komisch. Okay. Das ist natürlich jetzt 1, 2, 3 da drüben. Ich hier. Ne, Moment, ich darf nichts weiter her, sonst locke ich ja alles zu mir.
nicht schon gescannt? Ach ja, doch, der Fortschritt hat dabei nicht verloren. Verliert man nicht so rum. Hallo? Verdammt. Ich dachte, ich kann den schneller besiegen. Okay. Kerl war ein bisschen langsam gerade. Huch, was ist das? Ein Echo wahrnehmen. Echo? Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Die da? Sie nannten sie Beinog. Forschungslager. Drittens. Spuren eines Lagers, das jemand aufgeschlagen hatte, um eine große Kreatur namens Beinog zu studieren. Okay, was haben wir noch? Oh, nee. Ha, verdammt, ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen. So. Ich nutze das jetzt so. Die habe ich ja besiegt, okay. Hilfst du mir mal? Ich glaube, ich brauche das Stimpack gerade sicherheitshalber. So. Jetzt aber wieder hoch. Da waren. Moment, kurz die Lage checken. Das sind 1, 2, 3. Huch, ah! Pflanzen. Kannst du das hacken? Leo macht wiederhergestellt. Ah, Mann, das war der. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Moment. Oh, okay. Es kommt ein Schluss, muss die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Okay. Das ist das hier wahrscheinlich. Das heißt, das kann ich noch nicht nutzen. Warte mal. Sagt es mir auch die Karte? Ne, die Karte sagt. Sagt mir nichts an. Okay, aber ich komme jetzt dann gleich wieder da runter. Okay, 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 okay. Ich weiß gar nicht, komme ich irgendwann zu dem Punkt? Ich will eigentlich gar nicht zu diesem Punkt kommen. Also da drüben hin? Doch, da drüben? Nee, keine Ahnung. Ach, hier ist ein richtiger Posten zum Beobachten von diesem Viech. Ansonsten ist hier oben nichts. Das heißt. Hey, BD1. Ah, so, okay. Oh Gott, da drüben. Ah, ne, Moment, das sind. Dingens, Viecher. Die greifen nicht an, die sind friedlich. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah, jetzt bin ich sozusagen einmal im Kreis gelaufen. Bloß, diesmal bin ich besser ausgerüstet, weil ich das kann. Huch, oh, okay. Wettrennen? Altes Gewölbe. Okay, ich darf meine Maus dabei nicht bewegen, wenn diese Kamera so gelockt ist, weil dann vibriert alles da. Und der unbedingt da rein möchte. Achso, Moment, stimmt, ich kann auch sprinten. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Moment. Meditieren. Na, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kann noch keine Punkte ausgeben, ne? Ne, kann ich noch nicht. Dann gehen wir wieder raus. Entschuldigung. Huch. Oh. Scan. Danke, BD1. Opfergaben. Reste einer vergessenen Zivilisation. Opfergaben. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Bogano stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllt und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. Mhm. Huch, Scan. Was hast du entdeckt? Inschriften. Das Gewölbe besteht aus Granit, einem harten, mineralreichen Stein. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften verziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht überliefert. Schade. Keiner kann das also lesen. Ist doch so ähnlich wie der Riss von vorhin.
das Gewölbe. Viertens, ich habe Totens noch nicht gesehen. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Habe ich den Drittens übersehen? Ist er draußen Drittens? Na gut, wir gehen mal rein. Ist hier halt nichts. Jetzt. Wahnsinn. Die Wache, was? Scan. Was ist das? Erreiche das Gewölbe. Ja, das haben wir geschafft. Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Na dann, aber soll ich nicht noch. Reiseziel freigeschaltet. Sepho. Ach, das war's. Ach, ich muss hier hoch. Wie hoch springt. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, halt, ich will noch den Eintrag. Archiv 7. Abschied. Geheimnisse des Gewölbes, mein Freund. Ich bin Jedi-Meister Ino Cordova. Das Bogano-Gewölbe der Sepho, Jahrtausende alt, gewährte mir eine Vision vom Ende der Jedi. Zum Schutz des Ordens habe ich ein Holocron mit Namen und Orten alle bekannten Machtbegaben tief im Gewölbe versteckt, um darauf zuzugreifen. Musst du die Gräber der drei großen Sepho-Weißen suchen. BD1 würde dabei helfen, er wird dich führen. Ein sehr kleiner Führer, aber ein niedlicher. Und ich dachte, da hinten war noch irgendwas, aber sah nur so aus. Ah, jetzt ist hier. Aber wahrscheinlich... Ah, jetzt da. Wahrscheinlich muss ich hier diese drei Dinger von diesen Zephyrgewölben einfügen. Und dann kriege ich alle Namen. Das wird bestimmt gut gehen. Gut. Diese Namen werden bestimmt auch nicht dem Feind in die Hände fallen. Niemals. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Hui. Okay. Ah, natürlich.
Ah, okay. Deine Macht ist ein Gegner für Gegenstände zur Macht zu generieren. Okay. Verdammt! Okay, oh, es war knapp. Okay, jetzt kriege ich hin. Ich wusste nur nicht, dass, wenn ich ihn treffe, der Freeze sofort gebrochen wird. Okay, das war der Fehler. Verdammt, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Bevor ich in dieses Gewölbe rein bin, zählt das jetzt noch? Oder speichert es da automatisch? Meditieren. Habe ich? Was ist jetzt meine Mission? Zähl von einem alten Gräber zu. Nee, dann passt. Dann. Na gut. Dann halt nochmal der Kampf. Okay. What the fuck? Alter! Okay. Huhuhu. Okay. Oh. Hoppala. So. Huh. Hey, lief doch. Ein Ogdo. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Schwertangriffen. Ah, die Zunge hat er jetzt. Okay. Ab. Extrem gefährlich. Resistent gegen Lichtschwerter. Das habe ich gemerkt. Das hat ein bisschen zäh, der Junge. Na gut. Der Ogdo ist ein extrem gefährlicher Alpha-Predator am oberen Ende der Nahrungskette auf Bogano. Die klebrige Zunge dieser Kreatur hat eine Reichweite von 8 Metern, haftet ihre Beute und zieht diese in ihren Schlund. Diese Angriffsweise ist bei den meisten Gegnern ausgesprochen effektiv. Aufgrund seiner dicken Haut widersteht der Ogdo selbst einem Lichtschwertangriff und ist im Nahkampf extrem gefährlich, der nicht selten auf seine Beute zuspringt, um den Abstand zu verringern. Ja, das haben wir gemerkt. Hübsch. Na gut. Okay, irgendwie habe ich da unten nicht gerade noch einen Weg gesehen. Ach, verdammt, komme ich hier. Ah, jetzt davon, da bin ich ja hochgekommen. Na, hallo? So, über die Kletter. Na gut. Hier komme ich dann wahrscheinlich zurück hier oben. Achso, ich kann ja auch sprinten. Da war was. Wo ist denn das an? Ah, doch, das ist noch da. Ich habe kurz Angst, dass es weg ist. Irgendwo rumstreunt. Was ist jetzt los? Jetzt möchte ich das Ding scannen. Mysteriöses Skelett. Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Groß, wirklich? Das ist groß? Na, hätte ich jetzt nicht gedacht. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. 1000. Was ist das hier für ein Generator? Kann ich den nutzen? Nee. Ah, wir sind hier wieder in der Nähe. Okay. Verlassene Werkstatt. Kann ich irgendwas machen? Nee. Hier geht's runter. Achso. Ah, nee. Kann ich das öffnen? Ich kann sie nicht öffnen. Das dachte ich mir fast.
Huch, so ein bisschen zu weit rein. Gibt keine Information, gar nicht darüber. Aber das scheint. Hier gibt es auch viele verschlossene Dinge noch. Muss mal gucken. Bibub? Bubib. Was hast du jetzt entdeckt? Oh, es ist automatisch. Mein Freund. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ja, Moment, Entdeckung von Datomir. Moment. Vielleicht habe ich Lust, mehr zu entdecken. Ja, gut. Verlassenes Wandbild. Huch, da. Ein verblasstes Wandbild unweit des Zephyr-Gewölbes auf Bogano. Er stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaues zu erkennen. Ah, da. Abkürzung freigeschaltet. Aha. Warum hat so ganz leicht die Ruckler? Wenn es nachlädt, glaube ich, passiert das. Ich habe einen Punkt verfügbar. Dann gehen wir noch in den Fertigkeitsbaum. Ich kann echt überlegen, was halt man heißt, noch Sinn gerade macht. Mit mehr verlangsamen. Sprintattacken, Sprung gebe ich jetzt. Oder mit besseren Verteidigen. Ich muss mir auch verteidigen. Ich glaube, ich gebe mir mal mehr Leben. Einfach mal. Weil ich gerade ein bisschen zu. Wenn ich das jetzt ungeschickt bin, was die Verteidigung anbelangt. Das ist wahrscheinlich erstmal nicht verkehrt. Okay, ausruhen muss ich mich ja nicht zwingend.